willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alien Isolation. Und hier ist ein bisschen was explodiert. Und ich hoffe, wir haben jetzt erstmal so dezent Ruhe. Oder das klang gerade nicht so. Oh, was ist das? Nur Kabel, okay. Auf jeden Fall hat's gepiept. Und wir sollen einen alternativen Weg zur Krankenstation finden. Leuchten haben wir genug. Hier unten funktioniert es nicht so gut. Das ist der richtige Weg. Ich glaube, es könnten auch unsere Freunde sein. Da fehlt ein Teil. Das muss ich in Ordnung bringen. Jo. Aufzugstörung. Präparation. Erstmal speichern. Da könnten noch mehr sein. Schießt einfach auf alles, was ich. Also beruhig dich einfach! Ich könnte für eine Zigarette töten. Tja, alles eure Freunde. Hättet ihr mal auf uns gehört, nicht direkt alles niedergeballert? Was fehlt uns denn da? Bindemittel, okay. Die ganze Station ist ein Wrack. Wir haben nur getan, was wir mussten. Okay. So. Ah, da können wir runter, da können wir hoch. Das war doch gar nicht mal so schlecht. Zufall, aber okay. So. Vielleicht war ich ja hier auch gar nicht so blöd. Müssen wir denn hin? Begeben Sie sich durch Siegerson Synthetics, um eine alternative Route zurück zum Transit zu finden. Okay, wir sind auf der Suche nach Wegen. Schau mich nicht so an. Das hat der Typ sich ordentlich verdient. Ah, da haben sie so ein Typ platt gemacht. Ups. Reiß dich zusammen, okay? Wir schaffen das schon. Bleib bei unserem Elektroschocker. So, und hier können wir nochmal was lesen, warum wahrscheinlich. Ich den Auftrag nochmal angenommen. Na gut. Na, Terminal. Na, schauen, was hier zu entdecken gibt. Nichts. Fehler. Na gut. Ganz schön schrecklich, wie? Waylon sind Jahre voraus. Okay, Bericht. Simsy, Leiter der. Simsy, okay, Leiter der Synthetikentwicklung, haben soeben die Baupläne für den 120-A-8 erhalten. Ich weiß ja nicht, wie viel wir unserem Maulwurf zahlen, aber Siggins wird eine ganze Menge mehr hinlegen müssen. Für Wayland Yutani ist das alte Technologie, aber es überschreitet unsere Möglichkeiten bei weitem. Unsere Chefs und Aktionäre hören einfach nicht zu. Wir brauchen Investitionen. Die Firma und alle ihre Ableger sind uns Lichtjahre voraus. Tja. Smithy. Ich habe mir Ihren Bericht über die Wayland-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und 8
$1000 Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe sie angestellt, weil sie am günstigsten waren, nicht am besten. Na geil, Wichser. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Ramson, Ende. Ja. Achso. Ich habe mir Ihren Bericht über die Wayne-Yutani-Androiden und Ihre Vorschläge zur Verbesserung der Hiwis angesehen. Ich weiß Ihre Bemühungen sehr zu schätzen, aber Sie müssen verstehen, dass wir uns in verschiedenen Welten bewegen. Ihre ist voll von Hochrechnungen und Schätzungen. Meine verfügt über eine Vorstandsetage und $8000-Anzüge. Es läuft auf Folgendes hinaus. Ich muss mich ums Geld kümmern, mein Freund. Ich habe Sie angestellt, weil Sie am günstigsten waren, nicht am besten. Finden Sie einen Weg, die Kosten zu senken, okay? Dann zum Ende. Na, klasse. Tja, Billigprodukte. Auf keinen Fall. Billigprodukte, ja, das dafür tragen sie dann den Preis. Und hier rennt ein Alien rum. Ich höre es doch ganz genau. Und ich sehe was zum Speichern. Nicht heulen. Erst machen wir das. Ups, Entschuldigung. Musste ich aufstoßen. So. Hiwis Geschwafel, Lage, Inventar. Russell, hier ist meine tolle Rede für die potenziellen Kunden heute. Was halten Sie davon? Spedding macht mich kalt, wenn die nicht ab und anbeißen. Herzlich willkommen. Meine Herren, willkommen im Herzen der Sevastopol Synthetic Solution. Nächster Halt auf Ihrer Tour ist der SysTech-Tour mit dem Apollo-Kern. Aber zunächst ein Beispiel für Androiden-Selbstführung. Benötigt die Apollo-Synthese... Syntheten, ach du Gott. Eine größere Reparatur, als die Werkstatt durchführen kann, kommen Sie hierher. Wir sind davon überzeugt, dass dies die erste Lieferung vollautomatischer Syntheten-Reparatureinheiten ist, ganz ohne den Einsatz menschlichen Wissens. Ganz ohne teures Training. Alle Daten kommen direkt von Apollo. Jeder Eingriff wird in den Logs gespeichert, meine Herren. So sieht die Zukunft von morgen aus. Okay. Russell, die von oben wollen eine Komplettübersicht über das gesamte Komponentenlager. Ein paar der Sachen da sind nützlich, ein paar sind Schrott. Schätzwerte wollen sie auch nicht, Smythe. Na, gut. Morgen fängt die Zukunft gemeinsam an. Abschnitt fehlerhaft. Auch nix. Okay, dann wollen wir mal speichern. Und ich muss niesen. So, da bin ich wieder. Ja, speichern. Oh, was haben wir denn hier? Rauchgranate. Geil, jetzt können wir auch Rauchgranaten bauen. Aber ich habe nicht Zeug. Musste wahrscheinlich geschehen, aber es war deine Idee, nicht meine. Okay, wo geht's da runter? Ich könnte ihn auch einfach allen was mit dem Schraubenschlüssel überjagen, sobald ich einen alleine habe. Ich muss sie trennen. Separieren. Oha. Tot. Der hat ihn aber einfach nur da hingelegt, habt ihr das gesehen? Oh, oh. So schön. Alles so schön. Und wahrscheinlich taucht gleich hier jemand auf. Hinter uns. Na klasse. Smile with confidence. Oh, was haben wir hier? Molotov-Cocktail. Yeehaw. So. Entschuldigung.
ungültiger Fahrt. Morgen gemeinsam 2. Morgen gemeinsam Sigensons Reise in den Kolonialweltraum. Eine offizielle Chronik von Sebastian Sieg. Zuerst erschienen in Auge auf Sigensson. Unser bemerkenswertes Wachstum. Sieg und Sohn wurde zum Rückgrat in der Kolonialausbreitung mit Überlichtgeschwindigkeit mit verlässlichen Komponenten, die die Menschheit in den Weltraum brachten. Hierdurch wuchs das Unternehmen und im Jahr 2066 betrieb es große Produktionsstätten in London, Buenos Aires, Nagasaki und Schickard Warnington auf dem Mond. 2071 verkaufte die Familie Sieg ihre Anteile an die Firma und Entwicklung hielt stetig an. Rivalen und Gegner sahen mit Neid dabei zu, wie Sieg und Sohn zu Marktführern bei der Produktion von Autos, Chemikalien, Bildungsausstattungen und Baumaterialien wurden. Zum Ende des letzten Jahrhunderts kam es zu einem Ereignis, das unsere gemeinsame Zukunft einläutete. Aus Sieg und Sohn wurde Sigsson. Wir nahmen den Namen unter, dem unseren Kunden uns schon seit Jahrzehnten kannten und wandten uns gemeinsam den Morgen zu und den Sternen. Okay. VIP-Besuch abspielen. Weiß, haben Sie Ihren Text für die VIP-Besucher heute gelernt? Wir müssen Eindruck schinden. Man hört Gerüchte, dass das die letzten potenziellen Besteller für eine Ladung Sevastopol-Hiwis sind. Falls die sich für Weyland-Yutani-Schrott entscheiden, stehen die uns von Sigsson zugeteilten Jobs auf der Erde auf dem Spiel. Dann geigen sie das nicht. Spedding Ende. Aha. Okay. Weyland-Yutani kennt man ja. Die haben es ja dann letztendlich geschafft. Und hier ist mal wieder bewiesen, dass man halt am Material gespart hat und das alles ja schlechte Qualität wurde. Okay, da hoch wahrscheinlich, aber da kann man noch irgendwas holen. Oh. Nutzen Sie Androiden als Zugang zum Komponentenlager, okay. Na gut, dann kriegt er mal Strom. Strom wiederherstellen. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten. Mir kommt mir das gerade so... Ah, okay. Und das Alien rennt hier überall immer noch rum. Da gehe ich noch nicht. Ich gehe erstmal da hoch. Erstmal hoch. Das ist das nächste. Finden Sie einen Weg, den Bedarfsandroiden einzuschalten? Na klasse. Erstmal speichern. Okay. Was war das? Okay, da stinkt's. Okay, das wird so nicht klappen. Okay, hier geht's. Ich bin ja eigentlich kurz vor tot. Ich soll's gerade nochmal machen, oder? Wie seht ihr das? Ich renn jetzt einfach mal. Ich bin jetzt oder so kurz am... ziemlich am Arsch zu gehen. Oh Gott, das sind viele. Oha, was hier passiert? Schrott einsammeln. Alles einsammeln, was geht. So. Sicherheitszugangsgenerator. Okay, habe ich jetzt aufgeladen. Oh. Du denn her, mein Freund? Wenn du da bist,
Zum Glück ist der Schwanz so lang. Ist ja auch relativ, wo es hin ist. Ich bin ziemlich am Arsch. Das ist schlecht. Und kann ich ein Medikit herstellen? Nein. Habe auch kein Medikit. Machen wir mal, jetzt fahre ich gerade auf Risiko. Was soll ich tun? Na, wo ist es denn da? Wir kurz vorm Verrecken sind. Es wird schon irgendwie hinhauen. Hey. Ich will doch da runter. Los. Diese Türen hören sich immer so ähnlich an wie das Scheiß von dem Alien. Sehr gut. Da sehe ich doch was. Okay, benimm dich. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Komponentenlagerreihe 1, Stapel B. Bitte folgen Sie mir. Aber mach nicht so einen Krach, ja? Okay. Ich folge dir einfach und schau dir dabei auf den Hintern. Hätte gedacht, ich sag Arsch, hä? Nee, hehe, ich nicht. Kompressionszylinder befindet sich am Ende dieser Reihe. Der stirbt jetzt, hm? Huch! Ich brauche Bindemittel. Hier nur verstecken oder was? Ja, anscheinend. Na, ist ja klar, wo wir lang müssen. Anscheinend doch nicht. Also hier würden wir direkt verrecken, klar. Wollen wir gar nicht versuchen.
Okay. Na gut. Wir müssen uns jetzt hier irgendwie... Das ist wahrscheinlich... Ist das eine Tür? Nein. Okay. Gut. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Denn ich möchte jetzt nicht gegrillt werden und die Folge hat schon ihre gewisse Länge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin, macht's gut und ciao.